Laudetur Jesus Christus, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauer, zu dieser Live-Übertragung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Wir übertragen am heutigen Gründonnerstag den Abendmahlsgottesdienst mit Papst Franziskus aus der Jugendstrafanstalt Casal del Marmo im Nordwesten Roms. Mein Name ist Silvia Kritzenberger, ich freue mich, Sie heute am Mikrofon begleiten zu dürfen. Ganz herzlich grüße ich alle, die durch unsere Partnersender mit uns verbunden sind. Die katholischen Fernsehsender EWTN und KTV, Radio Horeb, Radio Gloria und Radio Maria Schweiz. Und mein Gruß geht natürlich auch an alle, die über unsere Website, Apps, Facebook und YouTube zugeschaltet sind. Ja, Papst Franziskus hat es wieder getan. Vor genau 10 Jahren war er am Gründonnerstag schon einmal hier, in der römischen Jugendstrafanstalt Casal del Marmo. Und auch heute wird er wieder mit den jungen Insassen dort die Messe vom letzten Abendmahl feiern und 12 von ihnen dabei die Füße waschen. Eine Geste, mit der er auch in diesem Jahr wieder den Blick auf die Ausgegrenzten lenkt. Auf straffällig gewordene Jugendliche, die oft nur allzu schnell als Probleme katalogisiert werden. Mit dem heutigen Abend des Gründonnerstags beginnt das österliche Triduum, das Gedächtnis von Leiden, Tod und Auferstehung Jesu. Die Liturgie der 3 österlichen Tage ist gleichsam eine einzige Feier, die mit dem Gedächtnis des Abendmahls beginnt und am Ostertag in der Feier der Auferstehung des Herrn ihre Vollendung findet. Darum endet die Abendmahlsmesse nicht mit der üblichen Entlassung und beginnt der Karfreitagsgottesdienst mit Stille und endet mit einem Gebet. Die Abendmahlsmesse ist vom Gedächtnis des letzten Abendmahls Jesu und von der Einsetzung der Eucharistie geprägt. Eine Besonderheit dieses Tages ist, wie gesagt, der Ritus der Fußwaschung, der auf Jesu innerste Haltung hinweist, Zeichen seiner hingebenden Liebe. Ja, nur wenige Tage nach seiner Amtseinführung am 19. März 2013 brach Papst Franziskus mit der Tradition, die Abendmahlsfeier in der römischen Lateranbasilika, der eigentlichen Hauskirche der Päpste, zu begehen. Stattdessen fand die Messe unter weitgehendem Ausschluss von Medien in einer Jugendstrafanstalt statt, derselben wie heute, Casal del Marmo. Eine Tradition, die Franziskus bereits als Erzbischof von Buenos Aires gepflegt hatte. Dort hatte er die rituelle Fußwaschung im Gefängnis von Devoto vorgenommen. Als Priester und Bischof, so sagte er, muss ich ihnen zu Diensten sein. Aber es ist eine Pflicht, die mir vom Herzen kommt. Ich liebe sie. Und es ist eine Pflicht, die er auch als Papst immer wieder gerne erfüllt. Sei es bei Pastoralreisen in Italien oder auf der ganzen Welt. Papst Franziskus feiert seine Gründonnerstagsmessen oft mit Häftlingen in römischen Gefängnissen, war aber auch schon in einer Behinderteneinrichtung und in einem Flüchtlingsheim. Dabei hat er den Insassen, Männern wie Frauen, Christen wie Muslimen oder anderen Religionsangehörigen, die Füße gewaschen und den Ritus der Fußwaschung als dienende und liebende Geste Jesu an den anderen erklärt. Nur in der Pandemiezeit konnte er die Abendmahlsmesse 2-mal nicht außerhalb der Vatikanmauern feiern. 2021 ging er in die Privatwohnung des ehemaligen Kurienkardinals Giovanni Angelo Becciu, der sich aktuell in einem Vatikanprozess verantworten muss.
Im Corona-Jahr 2020 fand die Messe vom letzten Abendmahl im Petersdom statt. Mhm. 2014 ging Franziskus für diesen Gottesdienst in eine Behinderteneinrichtung. Und er war auch schon im Rebibia-Gefängnis. Dort hatte auch der für das Attentat auf Papst Johannes Paul II. Von 1981 verurteilte Ali Akca eingesessen. Nach seiner Genesung von den Schusswunden hatte der 2005 verstorbene polnische Papst den türkischen Attentäter in Rebibia besucht. Jugendliche Straftäter liegen dem Papst besonders am Herzen. Er will die Gesellschaft, die Institutionen und die Politik für die Probleme Jugendlicher sensibilisieren, die oft falsche Vorbilder haben. Ja, und 2016 bat Papst Franziskus die Regierungen weltweit um einen Straferlass für Gefangene. Im Heiligen Jahr der Barmherzigkeit sollten die Behörden die Möglichkeit eines Gnadenaktes für geeignete Häftlinge prüfen, sagte er in einem Appell am Sonntag, dem 6. November 2016, auf dem Petersplatz. Zugleich verlangte er bessere Haftbedingungen, die Menschenwürde der Inhaftierten in vollem Umfang achten. In seiner damaligen Predigt prangerte Franziskus Vorurteile und Scheinheiligkeit im Umgang mit Häftlingen an. Viele Menschen hätten wenig Vertrauen in die Möglichkeit, ehemalige Häftlinge wieder in die Gesellschaft zu integrieren. So vergisst man, dass wir alle Sünder sind und häufig auch Gefangene, ohne uns dessen bewusst zu sein, so der Papst. Ja, wir sind hier bereits zugeschaltet in die Jugendstrafanstalt Casal del Marmo und warten auf die Ankunft von Papst Franziskus. Casal del Marmo ist übrigens eine der wenigen Jugendstrafanstalten in Italien, in denen auch junge Frauen untergebracht sind. Den Vorschriften des Ministeriums zufolge dürfen junge Männer und Frauen aber keine gemeinsamen Aktivitäten durchführen, es sei denn, es handelt sich um besondere Veranstaltungen bei kulturellen oder religiösen Anlässen. Die Anstalt besteht aus drei voneinander unabhängigen Hafteinrichtungen. In den ersten beiden sind minderjährige Jungen und junge Männer untergebracht, in der dritten Mädchen ohne Altersunterscheidung. Obwohl das Institut formal zum Stadtgebiet gehört, liegt es am nordwestlichen Rand Roms in einer eher abgelegenen Gegend. Am 15. Januar 2022 betrug die Zahl der hier untergebrachten Jungen und Mädchen 21. Jeder von ihnen hat die Möglichkeit, an Schul- und Freizeitaktivitäten teilzunehmen. Berufskurse werden, auch wegen der geringen Zahl der Insassen, nicht angeboten. Viele der Betreuer bleiben auch nach der Entlassung aus der Strafanstalt ein Bezugspunkt für die Jugendlichen. Casal del Marmo wurde in den 1960er Jahren gebaut. Es ist seit 1971 in Betrieb. Ein Komplex von niedrigen Gebäuden, die von Grünflächen umgeben sind.
Es erstreckt sich über ein weitläufiges Areal von insgesamt 12.000 Quadratmetern. Es gibt auch eine Kirche und eine Krankenstation. Die Möbel in den Zellen werden in der Schreinerei der Anstalt hergestellt. Das Institut verfügt über Unterrichtsräume, eine Bibliothek, einen Computerraum, ein Theater, das auch als Kino dient, und zwei Turnhallen. Die Turnhallen sind bei den Jungen und Mädchen sehr beliebt. Es gibt auch einen Mediaraum, in dem Computerkurse abgehalten werden. Ja, und Papst Franziskus wird nun im Rollstuhl zu seinem Platz gefahren.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, Brüder und Schwestern, zu Beginn dieser Eucharistiefeier rufen wir die Barmherzigkeit Gottes an, Quelle der Versöhnung und der Gemeinschaft. Herr, der du den Jüngern die Füße gewaschen hast, damit sie Anteil haben an dir, erbarme dich unser. Christus, der du das Brot der Welt bist, das vom Himmel herabgekommen ist, damit wir leben in Ewigkeit, erbarme dich unser. Herr, der du dich mit deinem Blut zum Bürgen gemacht hast, des neuen und ewigen Bundes, erbarme dich unser. Allmächtiger Gott, erbarme dich unser, vergib uns unsere Sünden und führe uns zum ewigen Leben. Das Gloria. Zum Gloria läuten die Glocken, darauf schweigen sie bis zur Osternacht. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, accogli pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria. Das Tagesgebet. Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn der Kirche das Opfer des neuen und ewigen Bundes anvertraut und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Ja, wir hören jetzt die erste Lesung aus dem Buch Exodus, Kapitel 12, Verse 1 bis 8 und 11 bis 14. In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen. Er soll euch als der erste unter den Monaten des Jahres gelten. Sagt der ganzen Gemeinde Israel:
Am 10. dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen, ein Lamm für jedes Haus. Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, so nehme er es zusammen mit dem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Anzahl der Personen. Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, wie viel der Einzelne essen kann. Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein. Das Junge eines Schafes oder einer Ziege müsst ihr nehmen. Ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. In der Abenddämmerung soll die ganze versammelte Gemeinde Israel es schlachten. Man nehme etwas von dem Blut und bespreche damit die beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man es essen will. Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen, über dem Feuer gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. So aber sollt ihr es essen, eure Hüften gegürtet, Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Esst es hastig. Es ist ein Pessach für den Herrn. In dieser Nacht gehe ich durch das Land Ägypten und erschlage im Land Ägypten jede Erstgeburt bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich, der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll für euch ein Zeichen sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen, und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich das Land Ägypten schlage. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen. Feiert ihn als ein Fest für den Herrn. Für eure kommenden Generationen wird es eine ewige Satzung sein, das Fest zu feiern. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Der Antwortpsalm, Psalm 116. Der Kelch des Segens gibt uns Anteil an Christi Blut. Wie kann ich dem Herrn vergelten all das Gute, das er mir erwiesen? Den Becher des Heils will ich erheben, ausrufen will ich den Namen des Herrn. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen. Ach Herr, ich bin doch dein Knecht bin ich, der Sohn deiner Magd. Gelöst hast du meine Fesseln. Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen, ausrufen will ich den Namen des Herrn. Meine Gelübde will ich dem Herrn erfüllen in Gegenwart seines ganzen Volkes. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Wir hören jetzt die zweite Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Parola di Dio. Der Ruf vor dem Evangelium. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Vi
do un comandamento nuovo, dice il Signore. So spricht der Herr. Ein neues Gebot gebe ich euch. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Wir hören nun die Verkündigung des Evangeliums aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Es war vor dem Pascha-Fest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir: Meister und Herr. Und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Ja, wir hören jetzt die Predigt von Papst Franziskus bei dieser Abendmahlsmesse in einer Jugendstrafanstalt in Rom. Es lässt aufhören, wie Jesus gerade am Tag vor seiner Kreuzigung diese Geste vollzieht. Die Füße waschen. Das war damals nichts Ungewöhnliches. Es war Brauch, weil die Straßen damals staubig waren und vor den Festmälern musste man sich die Füße waschen. Aber wer wusch diese Füße? Das waren die Sklaven. Es war eine Sklavenarbeit. Und stellen wir uns nun vor, wie überrascht die Jünger waren, als sie gesehen haben, dass Jesus diese Geste tut, diese Sklavenarbeit. Es ging darum, die Botschaft für den nächsten Tag zu verstehen, dass er sterben würde wie ein Sklave, um für uns alle zu zahlen. Und wenn wir uns diese Botschaft Jesu zu Herzen nehmen würden, dann wäre das Leben
schön, weil dann würden wir bemüht sein, einander zu helfen. Aber die Regel ist doch meist die, dass man versucht, aus anderen Profit zu schlagen, die anderen auszutricksen, anstatt einander zu helfen, anderen die Hand zu reichen, anderen zu helfen. Das sind universelle Gesten, menschliche Gesten, die einem edlen Herzen entspringen. Und mit dieser Feier heute will uns Jesus das zeigen, den Edeltum, den Großmut des Herzens. Und da kann man sich jetzt sagen, oh je, wenn der Papst wüsste, was ich in meinem Herzen trage. Aber Jesus weiß es, er kennt uns so, wie wir sind, und er wäscht uns allen die Füße. Jesus erschrickt nie vor unserer Schwäche, weil er den Preis bereits gezahlt hat. Er will uns nur begleiten. Er will uns an der Hand nehmen, damit das Leben für uns nicht mehr so schwer ist. Und ich werde dieselbe Geste jetzt vollziehen, diese Fußwaschung. Das ist kein folkloristisches Brauchtum. Wir müssen uns vor Augen halten, dass es eine Geste ist, die uns zeigt, wie wir sein sollten. Einer mit dem anderen. In der Gesellschaft sehen wir so viele Menschen, die andere ausnutzen, und viele Menschen, die unterdrückt werden. Es gibt so viel Ungerechtigkeit. Es gibt so viele Menschen, die keine Arbeit haben oder unterbezahlt sind. Menschen, die nicht mal genug Geld haben, um Medizin zu kaufen. Es gibt so viele hässliche Dinge. Und keiner von uns kann sagen, ich bin nicht so. Aber wenn wir nicht so sind, dann ist das der Gnade Gottes zu verdanken. Jeder von uns kann in solche schlechten Gewohnheiten verfallen. Und das gibt uns die Würde, Sünder zu sein. Und deswegen wollte Jesus uns die Füße waschen. Er ist gekommen, um uns zu dienen. Und ich werde nun dasselbe tun, als Erinnerung an das, was Jesus uns gelehrt hat. Dass wir einander helfen müssen, einer dem anderen. Denn dann ist das Leben viel schöner und dann können wir alle auch vorangehen. Bei der Fußwaschung. Ich hoffe, dass ich es schaffe, weil ich nicht gut gehen kann. Und während dieser Fußwaschung, da sagt euch, Jesus hat mich gerettet. Der Herr ist immer an deiner Seite. Er verlässt uns nie. Das dürft ihr nie vergessen. Ja, und nun wird Papst Franziskus, wie bereits angekündigt, den Ritus der Fußwaschung vornehmen. Und zwar an 12 jungen Leuten verschiedener Nationen, Insassen der Jugendstrafanstalt Casal del Marmo im Nordwesten Roms. Ja, lange Zeit gab es im Vatikan den Brauch, dass der jeweilige Papst nur Priestern die Füße wäscht. Papst Franziskus hat diese Tradition gebrochen und seit seinem Amtsantritt auch Laien die Füße gewaschen, auch Häftlingen, Kranken und Behinderten. Zudem sind seit 2016 auch Frauen und Mädchen zu der symbolischen Handlung am Gründonnerstag zugelassen. Die
Die Nachahmung der Fußwaschung in der Gemeinde entstand im 4. Jahrhundert. Heute findet die Fußwaschung während der Abendmahlsfeier nach der Predigt statt. Auch heute steht diese Symbolhandlung für Dienstbereitschaft und liebende Selbsthingabe in der Nachfolge Jesu. Im Januar 2016 erließ Papst Franziskus, wie gesagt, ein Dekret, das bei der Abendmahlsmesse auch die Fußwaschung an Frauen und Mädchen erlaubt. Dem Dekret zufolge können die Priester nun eine repräsentative Gruppe von Gläubigen zur Fußwaschung auswählen, die aus Männern und Frauen sowie aus Jugendlichen und älteren Menschen, gesunden und kranken Klerikern, Ordensleuten und Laien bestehen kann. Ja, wir sehen jetzt hier Papst Franziskus, der den jungen Insassen der Jugendstrafanstalt die Füße wäscht und küsst. Das Tagesevangelium behandelt die Fußwaschung, die Jesus beim gemeinsamen Mahl an seinen Jüngern vorgenommen hat. Bei dieser Waschung handelt es sich um ein symbolträchtiges Geschehen, das auch als Liebestat des Herrn bezeichnet wird. Die Fußwaschung steht einerseits für die innere Reinheit der Teilnehmer am eucharistischen Mahl. Sie mahnt aber auch zur gegenseitigen dienenden Liebe. Das wird im Evangelium deutlich. Jesus steht vom Mahl auf, legt das Oberhemd ab, gürtet sich ein Leinentuch um, gießt Wasser in eine Waschschüssel und beginnt, die Füße der Jünger zu waschen. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen, erläutert Jesus sein beispielhaftes Tun. Neben der Eucharistie ist das zweite Vermächtnis Jesu an diesem Tag. Christen sollen einander sowie allen Menschen in tätiger Nächstenliebe dienen. Diese Symbolhandlung, die an das letzte Abendmahl erinnert, bei dem Jesus seinen Jüngern die Füße wusch, war zur Zeit Jesu eine tiefe Provokation. Der Herr wird freiwillig zum Diener, er macht sich klein, macht sich die Hände schmutzig, Christsein heißt, die Herrschaftsverhältnisse von Herr und Knecht umzukehren. Ja, wir sehen hier Papst Franziskus, dem diese demütige Geste sichtlich Freude bereitet. Zum Dank küssen ihm die jungen Insassen der Jugendstrafanstalt die Hände.
Ja, nach dem Ritus der Fußwaschung leitet der Heilige Vater nun die Fürbitten ein. Preghiamo insieme dicendo: Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Accompagna sempre, o Signore. Begleite, o Herr, alle Zeit die Heilige Kirche und Papst Franziskus im Dienst der Liebe zu allen Menschen. Schenke uns, o Herr, wie der heilige Priester, die das Geheimnis der Eucharistie jeden Tag erneuern. O Herr, gib den Herzen der Herrschenden den Wunsch ein, mit aller Kraft das wahre Gut und den Frieden zu suchen. Tröste, o Herr, alle, die in Schmerz, Verzweiflung oder Einsamkeit leben. O Herr, schenke unseren Familien und Freunden deine Gnade und stärke sie in der Hoffnung. Herr Jesus, der du in der Stunde der Todesangst, Verrat und Verlassenheit erfahren hast, schenke uns immer da deine süße Gesellschaft, der du lebst und herrschst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, für alle, die sich vielleicht jetzt erst zugeschaltet haben, wir übertragen aus der Jugendstrafanstalt Casal del Marmo im Nordwesten Roms den Abendmahlsgottesdienst mit Papst Franziskus. Preghiamo. Allmächtiger Gott, du hast uns heute im Abendmahl deines Sohnes gestärkt. Sättige uns beim himmlischen Gastmahl mit dem ewigen Leben, darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Ja, das war der Schlusssegen von Papst Franziskus. Am Ende des Gottesdienstes werden die konsekrierten Hostien in einer schlichten Prozession an einen anderen Ort, eine Seitenkapelle oder einen Seitenaltar übertragen. Der Tabernakel bleibt offen und leer. Jeglicher Schmuck wie Blumen und Kerzen sowie das Altartuch
werden aus dem Altarraum entfernt. Das symbolisiert Trauer und erinnert zugleich an die Überlieferung, nach der Jesus die Kleider vom Leib gerissen wurden. Santo Padre, ho il compito difficilissimo di trovare le parole giuste. Ich habe die schwierige Aufgabe, Ihnen zu danken für diese immense Freude, die Sie uns heute bereitet haben. Sie sind wirklich entwaffnend mit ihrer Freundlichkeit, die sie uns gezeigt haben und die uns wirklich wieder auf das Wesentliche zurückbringt. E invece semplicemente quelle che sgorgano dal cuore, le più importanti che le vogliamo, che le voglio rivolgere a nome di tutti. Ich will Ihnen also mit Worten danken, die aus dem Herzen kommen, und ich spreche hier für uns alle. Ihr Lächeln ist für uns eine zärtliche Geste, die uns Hoffnung gibt und uns ermutigt bei all den Schwierigkeiten, mit denen wir jeden Tag zu kämpfen haben. Das Geschenk, das Sie uns heute gemacht haben, diese Umarmung, zeigt uns den Weg auf, den wir jeden Tag gehen sollen, gemeinsam, umarmt, Hand in Hand, immer auf den anderen blickend, an das Gute denkend, ohne Unterschiede zu machen. Und indem wir in uns selber nach der Kraft suchen, unseren Blick auf die anderen zu wenden. Ich will Ihnen wirklich danken von Herzen und im Namen aller für diese große Freude, die Sie uns heute gemacht haben. Und wir danken Ihnen für die Lektion, die Sie uns erteilt haben. Wir werden gemeinsam mit Ihnen beten für den Frieden, für das Gute in der Welt. Vielen Dank, Papst Franziskus. Ja, das war die Direktorin der Jugendstrafanstalt, Maria Teresa Giuliani, die jetzt noch von Papst Franziskus persönlich begrüßt wird. Ja, im Januar 2020 waren 8 Erzieherinnen und Erzieher fest in der Einrichtung angestellt. Im Laufe der Jahre hat sich die Zahl der anwesenden Erzieher verringert. Zum gleichen Zeitpunkt waren in Casal del Marmo 83 Gefängnispolizisten im Einsatz. Da viele der Jugendlichen Ausländer sind, verfügt die Einrichtung auch über ein soziales und kulturelles Vermittlungsprojekt, das derzeit die ständige Anwesenheit eines arabischsprachigen Vermittlers und eines rumänischsprachigen Vermittlers vorsieht. Ja, der tosende Applaus der jungen Leute hier für Papst Franziskus, der nun im Rollstuhl die Kirche, die Kapelle verlässt.
Und damit endet diese Live-Übertragung aus Rom. An dieser Stelle möchte ich noch auf unseren kostenlosen Newsletter hinweisen, den Sie unter rv-news.info bestellen können. Ich bedanke mich bei allen, die heute mit dabei waren. Das war eine Sendung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Am Mikrofon verabschiedet sich Silvia Gritzenberger. Laudetur Jesus Christus.